Es war. So, ihr Lieben, es geht weiter mit dem Vlog. Ich wollte euch kurz zeigen, wir waren kurz bei Kenny und so. Ich zeige euch mal, was ich gekauft habe. Ich wollte heute Pizzahörnchen machen. Habe ich bei der lieben Dulgo gesehen. Und ja, sie hat hier eine kurze Pause eingelegt und jetzt fängt sie wieder an mit YouTube. Sie hat hier voll die schönen, guten Rezepte, die auch super gut schmecken. Ich habe jetzt 5-mal Hefe gekauft. Ich habe das Gefühl, Hefe ist auch teurer geworden. Eigentlich habe ich dafür immer 9 Cent bezahlt, jetzt kostet es 15 Cent. Fast das Doppelte. Dann habe ich 2-mal Schmand gekauft, das ist der haltbare Schmand. Nur du. Was denn, Aschke? Bring mal deine Flasche, gibt's die schöne Kette. Kosch, gehst du denn? Dann habe ich Mehl gekauft. Und 2-mal Corny Zucker, ohne Zuckerzusatz. 2-mal, genau. Das ist halt gut, wenn wir rausgehen und ins Indoor-Spielplatz und so. Und Lina will was naschen. Und dann hat Lina einmal bei Kick diese Elsa-Flasche bekommen. Die kann man so aufmachen und dann ist da ein Strohhalm. Da ist auch schon Wasser drin und das kann man halt so aufhängen. Das hat gekostet 2,99 €. Schön, ne? Dann habe ich von Swiffer diese Boden... Wie nennt man das? Feuchte Bodentücher gekauft. Die sind bei mir schon alle seit keine Ahnung was. Ich finde das perfekt fürs Badezimmer, in den Fliesen und so. Das ist einfach perfekt, der fängt alles auf. Dann wollte Lina Erdnüsse. Ich habe jetzt hier die geröstet und gesalzen mitgenommen. Dann Backpulver. Eier, es gab die aus der Freilandhaltung nicht mehr. Jetzt habe ich die aus der Bodenhaltung mitgenommen, was wir eigentlich so selten wie möglich versuchen zu kaufen. Aber dann einmal Milch. Dann habe ich 2 Spardosen gekauft. Einmal für uns, einmal für meinen Bruder. Wir haben die alte geöffnet. Und jetzt fangen wir mit einer neuen an. Und für Hakan habe ich das geholt. Der hat nämlich seine auch geöffnet und sein Geld aufs Sparbuch getan. Ja. Dann habe ich einmal Chips geholt. Und Schokobrötchen. Und Berliner habe ich auch gekauft. Die waren im Angebot für 1 Euro. Das sind die hier. Aber der mag das, wenn der nachts nach Hause kommt, der mag so süße Sachen, voll komisch. Eigentlich hasst er ja Süßes, aber bei sowas komisch, komisch. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nichts. Ich habe gestern noch gebügelt, die gebügelten Sachen habe ich einsortiert. Und ja, ich habe gerade gestaubsaugt und mehr habe ich ehrlich gesagt nicht gemacht. Ich habe das Schlafzimmer aufgeräumt. Das war's auch. Ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen und zeigen, wie ich das mache mit dem Pizzahörnchen. Und das Video dazu verlinke ich euch unten in der Infobox, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Ich mache das natürlich jetzt im Schnelldurchlauf. Dulge erklärt das nochmal alles ganz gut. Lina, keine Berliner. Mama, mir hat das gemacht. Mama, das kannst du später essen. So, also, bis gleich. So, ich zeige euch mal kurz, was wir für den Teig brauchen. Das brauchen wir jetzt noch nicht für den Teig. Also wir brauchen 2 Teelöffel Salz. Das brauchen wir auch noch nicht. Dann brauchen wir 850 bis 1000 Gramm Mehl. 500 Milliliter Milch. Also wenn ich mich jetzt verspreche, ich schreibe nochmal alles in die Infobox. 250 Milliliter Öl. Ich glaube 4 Esslöffel Puderzucker. Backpulver und Hefe. Ja, ich nehme euch jetzt einfach mit und dann... könnt ihr das mal anschauen. Also das sah auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus. Give me love, give me all your love, oh, cause I want you. No one else makes me feel this way, don't know what you do. You hold my hand, look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need, and I'll be alright. I'll be right here, I swear that I'll stay here with you. Hold me closer, I wanna stay here with you. Giving me your love, giving me your love.
gebraucht für den Teig. Jetzt muss ich meinen Käse vorbereiten, meine Tomatensoße. Die Duga hat Ketchup mit Oregano verwendet, aber ich mag kein Ketchup, deswegen mache ich das jetzt hier mit passierten Tomaten und Oregano. Was wir noch brauchen, ist Fleischwurst. Wir haben gestern hier eine von Real gekauft. Ich glaube, ich habe es euch so gezeigt gehabt. Ich nehme jetzt einfach diese Fleischwurst und ja. Ich nehme euch dann gleich wieder mit. Ich warte jetzt 30 bis 45 Minuten. Währenddessen bereite ich das Innere vor. Und ich tue das auf die Heizung drauf, damit das schneller aufgeht. Super, super lecker geschmeckt. Wir haben also, ich bin voll aus der Puste wieder. Aber dann hat dazu einen Salat gemacht und ja, ich kann das Essen auf jeden Fall nur empfehlen. Ich verlinke euch den Link auf jeden Fall unten in der Infobox, also das Video. Und dann könnt ihr das nachmachen. Ihr braucht auch nicht viel dafür. Eigentlich alles das, was ihr zu Hause habt. Und was noch? Ja, das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Vormittag. Und freue mich über eure Kommentare, wenn ich wieder was zu lesen habe von euch. Und würde sagen, hoffentlich bis morgen oder übermorgen. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, dass ab jetzt wieder alle 2 Tage ein Video kommt. Vielleicht auch jeden Tag, mal schauen, je nachdem. Und ja, das war's. Ich sage euch, ja, ich muss wieder reinkommen. Bis morgen. Tschüss. Okay.
So, ich komme jetzt, ja? Schön. Hallo ihr Lieben, es geht weiter mit dem Vlog. Ich habe mir total geile Schuhe gekauft, also meiner Meinung nach. Ich weiß, ich bin ein bisschen zu klein für die Schuhe. Ihr könnt euch jetzt bestimmt denken, was das für Schuhe sind. Aber die waren runtergesetzt auf 22,45 €. Und wenn man zwei Schuhe kauft, kriegt man auf das, also das, was billiger ist, nochmal 50%. Also habe ich für diese Schuhe nur 11 € bezahlt. Total schön, oder? Ich finde die so schön. Die kann ich jetzt natürlich nicht mit einer Hose anziehen, das sieht nicht schön aus. Aber mit einem Rock, mit einem Kleid. Das ist jetzt Größe 37. Die haben momentan so eine Aktion, ich weiß nicht, bis wann geht. Ihr könnt ja mal online auch schauen. Und online weiß ich gar nicht, ob es das gibt. Ja, und von innen kann man das auch zu machen. Und das Gute ist, das sieht nicht so, kennt ihr das, wenn das übersteht? Das sieht nicht schön aus. Aber das steht halt nicht über. Dann habe ich für Lina noch Knete gekauft und das war's. Und es gibt eine Neuigkeit. Wir haben jetzt sehr wahrscheinlich eine Wohnung. Nur das Problem ist, ich habe heute mit der GAG gesprochen. Die Dame meinte, ab dem 1.2. könnt ihr direkt einziehen. Und das kam jetzt total spontan, weil wir uns eigentlich für eine andere Wohnung beworben haben. Und die Wohnung ist erst in 2-3 Monaten frei, weil die noch renoviert werden muss und so. Ja, wenn ich jetzt hier kündige, habe ich 3 Monate Kündigungsfrist. Das heißt, ich müsste dann hier 3 Monate Miete zahlen und dort auch. Klar, wenn jetzt schnell ein Mieter gefunden wird, dann nicht so lange, aber das ist nie sicher. Und das ist so scheiße gelaufen. Ich muss nochmal mit der Dame telefonieren. Wenigstens, dass wir zum 1.3. oder so umziehen. Und ja. Das ist eine 3-Zimmer-Wohnung. Ich glaube 68 nee, oder 70 Quadratmeter groß. Und das ist perfekt für uns. Ja, wir müssen halt jetzt überlegen, ne? Weil das ist total kurzfristig. Dann hätten wir keine Küche, weil die Küche können wir nicht mitnehmen. Das wäre zu umständlich mit den Abbauen und Einbauen. Lohnt sich einfach nicht für die Küche, weil wir für die Küche haben wir nicht viel bezahlt. Und ja, wir wollen natürlich eine gute Küche haben, ne? Mal schauen, wie wir das machen. Wir werden das jetzt spontan entscheiden, was natürlich eigentlich nicht gut ist, aber kennt ihr das so? Ihr habt jetzt die Chance und in Köln ist es wirklich sehr, sehr schwer. Aber wie soll ich mit Audel zusammen alleine 2 Wohnungen bezahlen? Das geht einfach nicht, das ist zu viel. Dann werden das klappt 700 bis 800, 1.500 € im Monat. Und ja, das ist einfach viel zu viel Geld. Melaschkum. Ja, mal schauen, wie wir das machen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und versprochen, sobald wir umziehen, versuchen wir schwanger zu werden. Also, ich habe euch ja gesagt, sobald wir eine Wohnung haben, wollen wir natürlich ein zweites Kind. Und das ist dann soweit, wenn die Wohnung halt zu 100% steht. Wenn ich weiß, okay, wir haben die Wohnung, dann kann es eigentlich schon beginnen. Hier, bitteschön. Ja. Aber ansonsten, wie gesagt, gibt es nichts Neues und wir warten. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe. Ich hoffe, sie sagt wenigstens, okay, zum 1.3., weil da muss man Kaution zahlen. Und Leute, der 1.2. ist nicht diese nächste Woche, sondern übernächste Woche Mittwoch. Das sind knapp 15 Tage oder so. Und wie soll ich in 15 Tagen diese Wohnung einfach mal schnell leerräumen? Weißt du, wie ich meine? Wisst ihr, wie ich meine? Da braucht man locker 1 Monat Zeit. 1 Monat, 1,5 Monate. Oh Mann, keine Ahnung, wie wir das machen. Ich bin gerade so überrempelt. Hätte ich diese Kündigungsfrist nicht, ich würde direkt ausziehen hier, ne? Aber ist halt schwer. Mal schauen, wie wir das machen. Naja. Ich mache jetzt mit Lina ein bisschen Knete und dann würde ich sagen, melden wir uns gleich wieder. Also bis gleich. Das auch aufmachen. Dankeschön. 5 a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there.
No, they don't pick us up. Instead, they knock us down. And that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. No, I just wanna say hell no and do whatever I like. It doesn't matter if they say so, 'cause I can put up a fight. Let's make a hit. Get away, yeah. Another day of beg, steal and borrow. And that is safe to say. No, they don't pick us up. Instead, they knock us down. And that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore, hey. No, I just wanna say hell no and do whatever I like. It doesn't matter if they say. So, wir haben gerade gefrühstückt und fahren jetzt ins Indoor-Spielplatz mit Lina und Albert. Hallo! Hi. Euer neuer Mädel geht jetzt ein bisschen weg. Ja. Ja, Lina will euch da wahrscheinlich was erzählen. Ihr habt ja auch lange nicht mehr geredet miteinander, ne? Sag euer neuer Mädel geht jetzt. Ja, Baba holt Getränke, ne? Ja.
schon, ne? Hi, ich bin Nina.